Das wollen wir doch alle, oder? Endlich keine Angst mehr haben. Die Angst wird doch von solchen Leuten wie diesem Shelton gerade erst erzeugt. Seine Puritas Cordis, oder wie die heißt, kann doch nur existieren, weil die Leute sich mit ein paar seltsamen Prophezeiungen und Andeutungen Angst machen lassen. Wenn Sie meinen, ist nur schade... Was ist schade? Dass ein so nettes Mädchen wie Sie hinweggefegt wird, wenn die große Flut kommt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Tja, allerdings nicht. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. So. Ist es, wie hieß der nochmal, Oscar oder so? Ich habe schon wieder vergessen, der ist jetzt hier. Hallo Oscar. Ah, heißt Oscar, hallo, okay. Hallo Nina. Du, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Hast du gestern gesehen, wie jemand in meine Kabine gegangen ist? Nein, wieso? Weil meine Handtasche verschwunden ist. Da sind sehr wichtige Sachen drin und das ist auch ganz bestimmt kein Spaß. Ich hab dir nichts weggenommen. Die Sachen lagen da ja schon rum. Ich wollte doch nur spielen. Ich hab dir alles wiedergegeben, ganz ehrlich. Ich hab nämlich mal die Tasche von meinem Onkel versteckt und da waren seine Medikamente drin. Er wäre fast gestorben und mein Vater wurde ganz furchtbar wütend. Ja, ist auch klar. Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Gut so. Ist schon gut, ich glaub dir ja. Aber du hast wirklich niemanden in der Nähe meiner Kabine gesehen? Nein, wirklich nicht. Fein, dann will ich dich nicht weiter vom Spielen abhalten. Viel Spaß noch. Dankeschön, Nina. Lol, sein Vater stirbt bald, weil er die Medikamente mit dem Zeug da einfach wegnimmt. Er ist auch ein Gerd, ehrlich, ganz ehrlich, ey. Ehrlich, ganz ehrlich, ja. So, Poster. Ah, mit dem Poster könnten wir da wieder was machen hier. Die CDs nehme ich auch mal mit, wenn wir das dürfen. Ah ja, hier dürfen wir ja uns frei bedienen, ne? Zahnstocher nehme ich auch noch mit. Zack. Eine CD reicht. Genau, wir wollen ja hier nicht so sehr geiern. Aber hier gibt es trotzdem richtig viel. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den nicht brauchen werde. So, was haben wir hier noch so? Barkeeper. Schlüsselkarten, ah. Die gehören mir nicht. Wenn ich einen der Schlüssel haben will, dann müsste ich mich schon als der Passagier ausgeben, dem er gehört. Ja, und das geht natürlich jetzt nicht. Gut, ja. Würde ich mal sagen. Mal gucken hier mit Hotspots. Hier gibt's noch was. Ne, da ist der Junge, bla bla bla. Okay, dann... Ja, das war's. Dann gehen wir mal zu Frau Jordan. Na, was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde. Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab oder ich fange an zu schreien! Frauen, schlimm. Keine sachliche Unterhaltung kann man mit Ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ja, das glaube ich auch. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist das? Ach, das ist für Notiz oder so. Verstehe. Hier können wir doch jetzt sicher irgendwas noch machen. Er spielt gerade so friedlich und ausnahmsweise sogar nicht mit meinen Sachen. Damit das auch so bleibt, werde ich ihn lieber nicht stören und auf dumme Gedanken bringen. Okay. Diese Katharina Jordan wird nie zugeben, dass sie meine Handtasche geklaut hat. Selbst wenn sie es war. Ich müsste es irgendwie beweisen können. Ja, irgendwas müssen wir uns da einfallen lassen, um das hinzubekommen. Ah, da ist ja noch einer, noch ein Passagier. Ich nehme mal die leere Tube mit, oder? Ich klaue die jetzt einfach. Ich bin so dreist. Sonnencreme für besonders empfindliche Haut. Ja, obwohl, komm. Reden wir erstmal mit dem Passagier. Hallo. Oh, hallo Zuckerschnäuzchen.
So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Ach, den kenne ich doch. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Blöd, Mann. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein. Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. Tch. Komm, nimm mal die Tube mit und dann lasse ich mir da was einfallen. Ich tue da irgendein Zeug reinfüllen. Ich kipp da Seife rein oder so vom Waschsalon aus oder so. Ja, hau da Seife rein und dann bringe ich ihm die Tube wieder. Dann hat er seine Sonnencreme. Ja, wie auch anders, ne? Mehr gibt's hier nichts zu bereden, oder? Hallo. Oh, mein Sahnetörtchen. Welch verlockende Aussichten. Nee, also da können wir nichts mehr machen hier. Schade, schade. Im Pool gibt's auch nichts mir mehr, oder? Mir ist gerade nicht so wirklich nach Baden. Ja, okay, dann gehe ich jetzt mal. Mir ist gerade nicht so wirklich nach Baden. Ja, ja, ich wollte ja auch da hinten hin. Zum Durchgang, genau. So, das bringt auch nichts mehr, mit dem zu reden, oder? Hallo, erinnern Sie sich an mich? Klar, Sie sind Frau... Nina Kalenko. Wusste ich doch, ich hätte es fast gehabt. Beim nächsten Mal weiß ich's ganz sicher, versprochen. Na, okay, das war's schon. Na dann, gehen wir zurück, hier rein, und dann, ja, tue ich da mal so Zeug reinkippen. Gut, dass ich Sie treffe. Seife und so. Ich muss mich mal mit Ihnen unterhalten. Müssen Sie das? Ja, es ist wirklich wichtig. Es geht um die Vorkommnisse auf dem Schiff. Was für Vorkommnisse? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass an Bord einige äußerst merkwürdige Dinge vor sich gehen? Doch, wenn Sie mich so fragen, und darüber können Sie mir was erzählen? Ich will erst noch ein paar wichtige Dinge klären. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam zu Abend essen. Dann kann ich Ihnen erzählen, worum es geht. Ich weiß nicht. Sie sollten mir schon mal sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Das geht leider nicht mal so eben auf die Schnelle. Und bevor ich mir über den einen oder anderen Punkt noch nicht völlig im Klaren bin, sagen wir 20 Uhr im Restaurant? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Prima, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht beim Portier. Ich habe Kabine Nummer 5. Komischer Kauz. Aber stimmt schon, auf dem Schiff gehen so einige merkwürdige Dinge vor sich. Da wäre ein bisschen Aufklärung sicher nicht schlecht. Bin mal gespannt, was der mir heute Abend erzählen wird. Aber jetzt erstmal zurück zum Hier und Jetzt. Bis 20 Uhr habe ich noch viel Zeit, um einiges vielleicht auch selbst aufzuklären. Genau. Wir müssen die ganze Sache hier mal aufklären, weil das geht ja nicht, dass hier ja immer Sachen fehlen und so. Wisst ihr ja. Leere Tube, da gehe ich jetzt direkt mal in den Waschsalon. Und, füll da Seife rein, dann hat er seine Sonnencreme, der Gute, da oben. Ich will den mal ein bisschen verarschen, wisst ihr. Das geht sogar. Eiskalt. Ich könnte diese Aktion jetzt böse kommentieren, aber ich finde, wirklich fiese Ideen müssen nicht noch kommentiert werden. Tube mit Seife. So, Wasser müssen wir noch irgendwo herbekommen, das geht ja jetzt nicht. Ist ja scheiße. Okay. Wo haben wir zuletzt Wasser herbekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Ich guck mal nochmal bei mir da rein. Da gibt's sicher noch irgendwas. Da sind zwar noch ein paar Klamotten drin. Okay, nichts, was wir dringend gebrauchen könnten. Ja, okay. Holen wir uns... Ach, genau. Wasser gab's am Pool. Kann ich mich noch dran erinnern. Ist ja auch logisch. Ja, und dann fülle ich das, aber nee, das geht ja nicht, weil da oben ist ja der Vollidiot und der lässt sich da sonnen, da kann ich sicher nicht das Wasser einfach so reinfüllen, ohne dass der das bemerkt. Das ist natürlich scheiße, aber ich probiere es trotzdem. Nee, das geht gar nicht. Komm, ich gebe ihm die Scheiße wieder ohne Wasser, sondern nur mit Seife. Ich hätte hier was für Sie, für die perfekte Bräune. Damit tue ich vor allem mir einen Gefallen. Er dreht sich dann endlich auf den Bauch und ich muss mir weder sein Gesicht ansehen noch seine dämlichen Sprüche anhören. Lol. Oh, das ist prima, Schätzchen. Danke. Gern geschehen. Ja, wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie mir auch gleich noch den Rücken einkriegen. Joa, wahrscheinlich. Ich muss weg. Geht jetzt nicht. Dann würde unsere Tarnung auffliegen. Puh, die Gefahr ist gebannt. Er hat sich selbst eingecremt.
Das war mit Abstand die schlimmste Gefahr, der ich in den letzten Jahren ausgesetzt war. Der merkt's nicht mal, der Depp. Er sieht mich nicht und das soll auch so bleiben. Durchtrainiert, braun gebrannt und trotzdem so sexy wie 2 Pfund Gehacktes. So, Rettungsring hier. Irgendwas gibt's doch hier noch zu machen, oder Leute? Ich weiß es doch. Tja, was mache ich jetzt damit? Ich ruf mal meine verborgenen Talente als Modedesigner ab. Genau, unfertiger Hut. Komm, den ziehen wir einfach ran. Irgendwie macht das Teil einen noch unfertigen Eindruck. Ja, aber wir können da irgendwas noch machen, oder? Hiermit. So sicher was drin. Der Hut ist noch nicht ganz fertig. Ah, wir sollen dann in dem rosa Bademantel da erscheinen, oder wie sieht die ganze Sache aus? So, jetzt ist der Hut zwar immer noch nicht wirklich schön, aber für ein berühmtes englisches Pferderennen wird's schon reichen. So, was soll das jetzt bringen hier? Was steht da? Hutattrappe. Einzelne Verunstaltungen anzulegen halte ich für sinnlos. Wenn schon grauenvoll, dann bitte auch das komplette Paket. Was, da fehlt anscheinend noch was? Na, guck ich doch mal hier direkt. Ja, genau, mit dem rosa Bademantel. So, unfertige Verkleidung. Einzelne jetzt. Verunstaltungen. Was, ist immer noch nicht fertig, oder wie? Nö, das ist noch gar nicht fertig, ist ja scheiße. Was mache ich damit jetzt mit der Kackverkleidung? Aber ich nehme mal die Sonnenbrille mit. Dann ist die Verkleidung sicher fertig. Dann kann ich damit rumlaufen. So, komm jetzt, machen wir das mal. So, jetzt ist meine Verkleidung Modell geschmacklose Tussi endlich komplett. Zack, und jetzt hier. Anziehen. Ich sollte die Verkleidung lieber nur dann anlegen, wenn ich sie wirklich brauche. Ach so. Okay, danke. Er sieht mich nicht. Aha, das soll so bleiben, bla bla bla. Ich teste natürlich immer wieder. So, was soll ich jetzt mit der Scheißverkleidung machen? Frau Jordan hat auch diese nichts Katharina zu sagen, oder? Jordan. Nee, hat nichts zu sagen. Oscar auch er nicht. Spielt gerade. Genau. Der Barkeeper, vielleicht da noch was? Vielleicht, ich weiß es nicht. Hallo, erinnern Sie sich an mich? Klar, Nina kann. Wusste ich doch. Nee, das wär's auch hier. Wir geben Ihnen die Verkleidung. Nee. So, geh ich mal in Oberdeck. Ich gehe dann einfach nochmal rein. Mir egal. Hallo. Kann er uns nicht weiterhelfen? Ich wollte nur mal hören, ob alles in Ordnung ist. Ja, danke der Nachfrage. Aber damit das auch so bleibt, muss ich mich jetzt wieder um das Schiff kümmern. Ach so, okay, das bringt also gar nichts hier. Ja, müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Ich sollte die Verkleidung lieber nur... Ah, okay, nur anziehen, wenn wir sie wirklich brauchen. Okay, danke für den Hinweis. Aber da müssen wir doch jetzt irgendwas noch erledigen. Ich teste mal wieder aus hier, aber... Nee, da scheint gar nichts zu passen, ist ja kacke. Unterdeck. Hat der Typ nicht gesagt, Zimmer 5 oder so? Das ist, glaube ich, das da hinten, oder? Das müsste Kabine Nummer 5 sein. Genau. Aber da können wir sowieso nichts anklicken, also ist das egal. Ich guck da trotzdem noch mal rein, vielleicht habe ich ja doch was übersehen. Das müsste Kabine Nummer 4 sein. Irgendeins davon ist auf jeden Fall unser Zimmer, ich glaube Kabine Nummer 4 oder so. Ich habe vorher nicht genau zugehört. Na egal, dann gehe ich jetzt mal rein und dann guck ich mal. Was bringt mir diese scheiß Verkleidung jetzt? Das hat jetzt keinen Sinn da irgendwie. Ich gehe mal runter. Ich gehe nochmal zur Krankenstation. Und verkleide mich. Nee, geht natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Und natürlich auch sinnlos, ganz ehrlich. Ja, irgendwas muss man doch jetzt hier machen, Mann. So ein Scheiß. Ich check mal wieder gar nicht durch, merkt er. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Geheimakte 2 Puritas Cordis. Bis zum nächsten Mal, haut ins Met, ciao.